Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Das ist Virtual Tennis auf dem Game Boy Advance. No kidding. Ich habe das auf dem Flohmarkt gefunden. Das ist tatsächlich Virtual Tennis auf dem GBA. Ich glaube, es gibt keinen, der die Virtual Tennis Serie nicht kennt. Ich glaube, das ist immer fast noch die, sagen wir, beliebteste und vielleicht auch beste Tennis-Serie, die es gibt. So, wir machen mal einfach hier mal alles in dem Lutschen-Modus. So, dann haben wir es auch Deutsch. Und jetzt zeige ich euch was. Als ich das getestet habe, ich musste so lachen. So, dann machen wir einzeln. So, ihr seht, das sind tolle Spezialcharaktere. Andrew Carter, wir kennen ihn nicht. Rolf Svensson, natürlich. Roberto Franco. Eddie Suf irgendwas. Und hier Hans Wensmann. Oder Wensmann. Bist doch Will Ferrell, oder nicht? Nicht, dass ich Will Ferrell witzig finde. Ich glaube, bis auf die Anchorman-Rolle war, glaube ich, alles scheiße von dem. Da nehme ich sogar Adam Sandler manchmal in Schutz, weil Will Ferrell ist nun wirklich das Tiefste der Tiefen. Das ist so für mich Mario Bart-Humor, das ist so ganz schlimm. Das ist doch Will Ferrell, oder nicht? So, und Laurent Pierce. Die Frauen sehen übrigens besser aus. Ich muss sie auch wählen. Ich weiß, ich habe die eine oder andere weibliche Zuschauer. Tut mir leid, das sind alles nur Kerle, die gucken alle nur auf die Hupen. Ich würde ja auch was anderes machen, aber ich darf ja nicht. Ich muss ja auch an meine Views denken. Ja, schreiben Sie jetzt in die Kommentare, du alte Kommerzschlampe. So, Margarita Perez. Venus Williams ist echt. Überraschenderweise Serena Williams ist echt. Greta Rothmann, vor allem Rothmann. Hier Marie Delon, natürlich. Natürlich. Ja, die französische Anna Konjukova. Wahrscheinlich, aber wenn ich sie steuere, gewinnst du auch mal ein Match. Yuki Fuji, das denkt man auch so, okay, das ist auch nicht unbedingt, was man am Tennisplatz erwartet. Ach komm, ich kenne euch doch. So, spielen wir einfach mal so ein Turnier. Was ganz interessant ist, wo ich ein bisschen rumnörgel, werdet ihr das gleich sehen. Ich habe so das Gefühl, dass der Rückschläger sehr bevorteilt ist. Was war das denn für ein Mondschlag? So. Lass mir das Feld auch am besten richtig frei. Dann mache ich dich mal eben weg. Vielleicht hätte ich doch schon einen anderen Level nehmen können. Ist egal. Habt ihr was zu lachen. Und das meine ich mit Rückschläger. Also der, wer hier retourniert, hat definitiv mehr Vorteile als der, der aufschlägt. Boah, das ist ein Glücksschlag. Die Musik ist auch ein bisschen grenzwertig nach einer Zeit übrigens. Aber trotzdem, es ist Virtual Tennis auf dem GBA und mal ganz ehrlich, das Ding kriegt ihr, weil ihr wisst ja, Sporttitel kriegt ihr ja auf dem Flohmarkt nachgeschmissen. Da haben die ja gar keine Ahnung von. Das Ding kriegt ihr für einen Euro. Und das sage ich ganz ehrlich, für einen Euro? Mit M. Also da macht man nichts falsch. Das dürfte wahrscheinlich sogar bei eBay Sofortkauf irgendwo bei 2-3 Euro sein. Also ganz ehrlich. Das ist echt solide. Ja, gut. Das war natürlich ein blöder Schlag. Ihr habt auch nicht viele Optionen, was die Schläge angeht oder so. Deswegen also auch nicht wundern, dass ich hier nur ein bisschen so auf Sicherheit spiele. Es ist auch schwierig hier das zu machen, weil das so ein bisschen, glaube ich, so ein bisschen durchgerechnet wird von Schlaglänge und Stellung zum Ball und ja, wahrscheinlich schreibt jetzt sowieso wieder irgendein lustiger Kerl, das ist die Stellung der Frau. Ja. Ja. Und ich freue mich, wenn du in 20 Jahren erwachsen bist und geschlechtsreif. Oder nee, freue ich mich nicht, weil komm ja nicht auf die Ideen. Werd eins geh ins Kloster. Die Menschheit muss nicht komplett leiden. So, Breakball. Mir geht jetzt schon die Musik auf den Sender übrigens. Aber sonst ist das ein wirklich guter Titel. Also, da ist auch geil. Also, ich bin sowieso ein ganz großer Fan vom GBA, wie ihr wisst. Aber ich habe schon gewonnen. In 2 Minuten 13. Ja? Da könnte ich der Graf ja noch was beibringen. Oh, die echte Serena Williams. Ja, die kann ja ein bisschen Tennis spielen, sagt man so. Oh. Die hatte auch einen Mörder-Wumms.
vor allem auch eine Mördervorhand. So. Ja, gut. So natürlich nicht. So. Ist aber auch ganz schön, was ich zum Beispiel bei dem Modus hier ganz cool finde, ist, dass ihr also wirklich nicht darauf angewiesen seid, jetzt einfach mal nur ein Rasenplatzturnier durchzuspielen, sondern dieser komische Turniermodus, ihr seht schon, hat so ein bisschen was von random. Es gibt hier tatsächlich auch eine Welttour. Die habe ich aber nochmal angeguckt. Man kann dann auch einen Charakter generieren und hab dann auch so eine Art wirklich Season-Mode. Also außer, dass die Musik echt keinen Preis gewinnt, ist das echt ein guter Titel. So. Aber ist noch übrigens von THQ, wie ihr seht. Und das Ding ist tatsächlich auch von Sega. Ja, ich glaube von Sega hat auch, glaube ich, sogar Virtual Tennis, glaube ich, auch erfunden, ne? Ich glaube, das ist ein Sega-Produkt. Das waren noch die Zeiten, wo Sega noch richtige Ideen hatte. Und die waren mal gut. Die waren mal richtig in den Arcades. Sensationell. Ja. Und dann weiß ich nicht, was manchmal mit denen los ist. So, komm. Ah, reicht das? Jetzt, komm! Yes! Red Punkt. Komm. Zeig mal was. Gut, das solltest du nicht zeigen. Ein Ass musste ich nicht unbedingt sehen. Blöde Kuh. Ja, das könnte reichen. Das tut es auch. Danke. Sag mal, das mag ich gar nicht. Oh, war der gut. Oh, war der gut. Ja, die hat ein bisschen schon mal in ihrem Leben schon mal Tennis gespielt. Jetzt aber. Jawoll. Da habe ich das Field geowned. Oh, zack. Jawoll. Ihr wisst ja, wer mich bei Everybody's Tennis und bei den ganzen Mario Tennis Games hier erlebt hat, der weiß ja, wie ich zocke. Eigentlich bin ich nicht unbedingt ein Fan von Surf and Volley, weil du kannst bei Surf and Volley so oft am Ball vorbeirennen, weil du wirst eigentlich von der KI meistens maßlos passiert. Hier ist es wunderschön. Immer schön gucken, weil es ist ja, ich meine, so würde ja teilweise auch kein menschlicher Spieler spielen, wie die spielen. Die geben manchmal absolut das ganze Feld frei, wie das jetzt auch. So, jetzt, komm! Jetzt aber! Yes! Ach, du bist doch... Jetzt aber! Yes! Da ist er mir aber ein paar Mal von der Schippe gesprungen, ne? Und ich krieg Geld! Ich krieg Geld! Richtig knete. Okay, wir sind schon im Halbfinale. In Singapur. Okay, mit einer sehr interessanten Rasenfärbung. Nein, Virtual Tennis gab es nicht auf dem Schneider. Obwohl das nach einer Schneider-Farbpalette aussieht. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein Fan der Schneider-Farbpalette bin? Ist wirklich geil. Also... Lass ich auf das Ding auch nichts kommen. Nein, ich will mich ein bisschen einschläfern. Jetzt aber. Jetzt aber. Jawohl. Das war super. Na komm. Ich will hier drucken, mal. Schließlich schlag ich ja auf. Boah, war der gut. Direkt auf dem falschen Fuß erwischt und zack rein. Jetzt aber. Und yes. Schön. Muss ich sagen, heute ist ja bei dem Level totaler Schwachsinn, fällt mir gerade auf. Ich glaube, die sollte man wirklich ausmachen, wenn man das zockt.
gut, jetzt könnte ich mir sagen, musiktypisch Sega. Ah. Yes! Nein! Jetzt aber! Jawohl! Ein spannendes Match. Ich muss euch ja, glaube ich, ich glaube, Snoopy Tennis habe ich euch mal gezeigt, ne? Wenn nicht, dann reiche ich das mal nach. Ich muss euch nämlich noch was anderes zeigen. Das weiß der eine oder andere auch nicht, dass es von Snoopy Tennis sogar einen Klon gibt. Nein, er ist nicht von Quelle. Hat die Mira ein zweites Ass in Folge reingehauen? Boah, das war fast wie ein drittes Ass. Die kann aufschlagen. Das finde ich ja nun gar nicht gut. Jetzt aber. Jetzt, komm. Jetzt. Und. Und. Jetzt. Boah, Stunia ist schon so wirklich wie Frauentennis. Jetzt. Ja. Das für einen mickrigen Punkt, der wahrscheinlich gar nichts bringt. Obwohl, das war gut gespielt. Das war noch besser gespielt. Das war doof gespielt. Ah. Ich weiß gar nicht, ob es hier Tiebreak gibt. Oder ob das mit zwei Punkten Abstand, das weiß ich gar nicht. Ich sollte aber auf jeden Fall versuchen, den Aufschlag durchzubringen. Nicht, dass dieses Spiel so pfiffig ist, bei 2-1 einfach zu sagen, oh, nö, hast verloren. Das war besser. Das eine war ein totaler Notschlag. So. Und jetzt komm. Gib auf! Du hast da keine Chance! Okay, so kann ich die. Ah, der war gut. Der war schön gespielt. Yes! Glück, aber drin. Und ich habe Matchpunkte. So, damit wissen wir 2-1 Feierabend. Gott, dann machen wir es dir nicht so ein. Yes! Finale, ne? Hallo! Hallo! Ich muss schon sagen? Ach so. Das war alles. War das jetzt sozusagen die Sky-Version oder was? Die zwei Quotenblondinen dieses Virtual Tennis Turniers treten gegeneinander an, oder wie? So. Ah. Eck. Mal rein. Yes. Ich werde das Turnier gewinnen. Das passt auch wunderbar in die Zeit. Ich mag dich nicht. Ich mag deine Attitüde nicht. Boah, kann die retournieren. Boah. Das ist nicht gut. Ich muss sie vom Netz wegkriegen. Netz. Und passieren. Ach, du bist doch Kacke. Kein. Ah, das ist doch Schiebung hier! Wenn die so aufschlägt, wie sie retourniert, haben wir ein Problem. So, der muss drin sein. Ja, der war. Jetzt aber! Jetzt! Nein! Boah! Boah. Ich spiele ja im Augenblick, es ist ja schlimm.
Break. Ich brauche einen Break. Egal wie. Oh, da hätte ich so viel machen können. Was mache ich? Ich mache so einen Kackschlag. Ass. Ach du Kacke. Ja, jetzt kriege ich aber mal eine saubere Lehrstunde. Keine Chance. Komm, wir sind gerade mal bei 16 Minuten. Da kann ich auch noch mal ein Rematch machen. So, Ruhe, komm. Brille runter. So, Schluss mit lustig. Sagte ich und kriegst so ein vors Fressbrett. Besser. Doofer KI-Fehler, aber es soll mir egal sein. Natürlich ist der ein Fehler. Da seht ihr mal endlich das Ding hier mit voller Laut, mit voller Lotte. Gut. Gut. Ich bin safe, solange ich den Aufschlag durchbringe. Ah, Kackschlag. Sie war aber auch nicht besser. Jetzt. Und. Mein Gott. Spiel richtig. Jetzt aber. Meine Güte. Yes. Das war gut. Boah. Boah. Wieder so ein eiskalter Return. Aus dem Nichts. Schön. Ein dummer, was weiß ich, schlecht programmierter KI-Fehler, aber das ist mir egal. So. So. Jetzt muss ich Gas geben. Druck aufbauen. Nee. Druck aufbauen heißt den Gegner in Probleme bringen und nicht selber doof am Ball vorbeirennen, Mensch. Nein! Das war ja total unprofessionell. Das war auch nicht wesentlich besser. Ja. Du kannst nach Hause fahren. So, Aufschlag durchbringen und beten. Wahrscheinlich wäre jetzt gebreakt. Meine Güte. Besser. Ich meine, ist natürlich auch nicht unbedingt die beste Idee, dass ich dann irgendwie gewinne, dadurch, dass ich einen Aufschlag durchbringe, was ich wahrscheinlich gar nicht tue. Boah, ist das knapp, ey. So, ich muss mir was anderes einfallen lassen. Nein! Den hätte ich gehabt! Ich sag dazu nichts. Ich wollte absichtlich was anderes machen. Nein, mach ich nicht. Bin ein Verlierer. Ja. Lachen Sie jetzt über den Venom in den Kommentaren. Oder schweigen Sie für immer. Trotzdem, Virtual Tennis auf dem GBA. Absoluter Kauf-Tipp. Nuff said. So. Ich gehe mich jetzt schämen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.